Dann komm. Okay, das habe ich jetzt nicht. Was hast du geschossen? Das brauche ich jetzt. Ich habe oben auf dich geschossen. Fragt immer, wer hat geschossen? Der Wind, das himmlische Kind. Na gut, das sind ja jetzt bloß noch knapp 600 Meter. Dann Also, auf zur. der scheint echt ausgestiegen zu sein. Dann war es NPC. NPCs fährt hinter den Bergen, steigt aus und Ja, lässt sich nicht mehr blicken. die ich vor uns hatte, die sind vorwärts gefahren. Da bin ich abgesprungen, also habe auf die Check geklickt und auf einmal hat er auch angehalten. Dann habe ich auf die geschossen. Oh, ich habe jetzt 1000 Geld nur damit davon verdient, dass ich irgendwie 10 oder 10 Leute. Walmart Riot, in the cool Walmart Shop. Raided, stop the Raiders. Könnten wir sein. Wäre möglich, ja. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen glücklich macht gerade eben. Und mich beruhigt so ein bisschen, weil ein Spieler wohl ein Sp Ich habe vor NPCs mehr Respekt wie vor einem Spieler. Ja, Weil NPCs einfach einen scheiß Aimbot haben. Und ein richtig. Spieler muss aimen. Ein NPC schießt, Treffer, tot. Mir zielen, daneben schießen. Es gibt Leute, die einfach einen Schuss absetzen und treffen. Mache ich manchmal Ja, ja auch. und klar. Gebe ab und zu mal jemanden einen Headshot beim ersten Schuss. Ja, das ist dann hier gerade perfekten Winkel, Luftwiderstand. Ja, das ist manchmal einfach ein bisschen lucky, aber man freut sich. Schon wieder beschossen. Von hinten. Der Schuss ist 2 cm genau an dir vorbeigeflogen. Alles klar. Ist ein bisschen größeres Kaliber, was ich habe. Ja. Gut, dass ich nicht weiter nach unten gezogen habe. Ich habe ja auch nicht vor, dich zu töten, auch wenn ich dich fast aus Versehen getötet hätte. Ja, passiert aber mal. Wenn man mit Waffen spielt. Das Na, mit passiert, wenn man Waffen, mit Waffen spielt. ja. Da passieren immer Sachen, die man nicht will. Ja. Ja, mit C3 Fahrzeuge stehen. Am besten, das Seil ist noch dann am Iffelt dran. Du fährst mit, steigst in den Iffelt ein und fährst Richtung Flughafen. Der Ja. sollte. Warte, ich bin Naja, da es vor. ist okay. Du kommst einfach unten auf die Hauptstraße und fährst. Die Hauptstraße ist ein Stück unten wieder. Kannst du markieren und fährst da einfach lang. Ja, ist ein kleines Fahrzeug. Hast du noch meinen Scope? Von der DMR oder ist die DMR im Iffrit? Im ersten Iffelt. Gut, guck ich mal schnell in den Tag. Sollte sie zumindest sein. Ja, ist er. Ich würde jetzt auch gerne lieber, den Iffrit fährst und ich mich einfach Ja. dort reinsetze, weil das ziemlich chillig ist, aber ich muss irgendwie aus dem Helikopter fliegen. Und ich weiß nicht, ob ich dich jetzt zum Helikopter fliegen lassen sollte. Nicht unbedingt. Oder ob du auch willst. So wollen würdest du vielleicht, aber mir geht's genauso wahrscheinlich wie dir. Ich kann zwar auch nicht so gut fliegen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mittlerweile mehr Erfahrung. Hätte ich jetzt mal so. So. Gut, jetzt kommen wir da. Ja, fahr du los. Ja, wenn du direkt vor mir stehst, ich muss mal kurz Du gucken kannst hier gerade. ganz kurz rückwärts fahren und fährst runter. Ich scoute für dich oben über dir. Also, ich muss erstmal aussteigen und ganz kurz mal ein bisschen vollfüllen. Nee. Ja, wäre eine gute Idee. Mein, der Dank ist ein bisschen. Bye bye. Ciao, ciao. Das Seil funktioniert nicht. Bei dir auch? Es zieht halt immer bloß nach. Also bei dir ist das auch hinten dran. Ja. Und bei mir fährt das Auto, steht das gerade da. Bei dir Nee, auch? bei mir steht das Auto auch noch dort, aber das Seil irgendwie. Also steht dort noch. Ja. Dort, wo ich gerade Wieso? stehe. Vielleicht muss ich das Ja, anhängen. mach du das ran, weil wahrscheinlich ist das irgendwie ein bisschen buggy damit. Kann ich schnell hin? Warte, bleib mal stehen. Warte. Ich muss dein das mein Seil wegmachen. Achso. Warte mal. Warte, ich muss ganz kurz ins Auto einsteigen irgendwie. Ich bin raus. Da sitzt und dann wieder aufsteigen. Da muss man ganz kurz draußen bleiben. Jetzt geht's und jetzt kann ich es wieder putten. Warte. So, jetzt kannst du hinfahren rückwärts. Rückwärts mit dem Ding ranfahren und dann kannst du es ranmachen. Weil da ist das irritierend.
Wir müssen hoffen, dass wir mit dem ganzen Zeug, das wir haben, mindestens 5000 oder so zusammenbekommen. Wie war das? Irgendwie. Deploy to. Ja. Da. Und hier. Jetzt Putto und dann. Wahrscheinlich musst du auch erstmal einmal dort einsteigen. Da aussteigen. Und dann Putto und dann. Oder noch. Oder du musst es nochmal rausholen aus dem Ifrit. Da auch sein. Weil du gerade in dem Seil da drin eingestiegen bist. Jetzt musst du beim. Genau, und jetzt nochmal rausholen und ranholen. Würde mich damit auch ein paar Tägchen beschäftigen müssen. Das funktioniert genau. Hast du Putt gemacht? Ich kann hier, bei denen kann ich keinen Putt machen. Ja, dann warte mal. Oder muss ich es von denen zum Ifrit? Warte mal, ich guck mal. Vielleicht funktioniert das. Deploy. Nein, deploy und dann zum Öffnen. Ist Das das ist Kuppen? gedroppt. Das ist gedroppt. Pick up. Kannst du nicht mehr pick upen. Oh, das war jetzt gemeint ist. Du hast es nämlich hinten. Mach es nochmal los und dann. Weil das geht nicht, weil wenn es hinten dran ist, dann ziehst du es ja. Nee. Das muss von Infit sein. Kannst du es wegmachen? Ah, da muss ich hinten ran, ja, Entschuldigung. Wahrscheinlich musst du. Wahrscheinlich versuch mal auch irgendwie hinten ranzukommen oder vorne. Genau, jetzt muss man hinten ran und dann. Hoffentlich funktioniert es jetzt. Neu. Attack to that, oder? Attack? Jetzt habe ich's, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's, glaube ich. Wirklich? Ja, hast du. Jetzt kann man nur hoffen, ich bleibe am besten Ja, woanders ist dran. stehen. Gut, ich fahre mal ein Stück Gib vor. Gas! Ja, funktioniert. Gut. Muss ich. Hauptstraße und los. Der Hauptstraße, also links rum. Also die Hauptstraße einfach entlang und zum Flughafen. Müsste finden. Und hoffen, dass ich hier nicht irgendwo was kaputt fahre. Machen wir es auch. Ich habe schon was gehört, dass du was kaputt gefahren hast. Das war Oder bloß ein dass du irgendwie Busch. dagegen. Ja, hört sich wie ein Stein an, der Busch. Ja. Armer Engine. Und ein Zaun. Kein Sound für den Busch. Sobald ich auf der Straße bin, ist alles gut. Ja, ich scoute für dich oben ein Ja. bisschen. Alter, wie fährst du denn runter? Straight. Wenn du die Straße entlang fährst, steht ein Auto. Wenn du die Straße hier entlang fährst. Die ich jetzt gerade Ein fahre. LKW, ja. Oder ein Auto, ich weiß es nicht. Ein Polizeiauto. Fahr am besten dran vorbei oder einfach drüber. Hey, was ist eigentlich die Straße, wo du lang musst? Ist hier überhaupt eine Hauptstraße? Ich muss erstmal zur Hauptstraße Ah, kommen. da ist die, da drüben ist die. Und jetzt müsste ich gerade gleich kommen. Genau, und jetzt noch geradeaus und dann komme ich zur Hauptstraße und dann Und auf dann der einfach Hauptstraße. straight rechts abbiegen und die ganze Zeit hinterher fliegen. Fliegen kann ich halt immer noch nicht. Also fahren. Ups. Ja. Ich gucke einfach ein bisschen oben, die Hauptstraße entlang, nicht, dass da irgendwas steht und. Oder irgendwie Polizeisperre steht, du fährst drauf zu und bist tot. Gut, mit dem Ifrit eigentlich nicht, da ist Google sicher. Ja, die Glasscheibe vorne macht mir immer ein bisschen Sorgen beim Ifrit. Das Dryland, den finde ich irgendwie ein bisschen besser. Ich glaube, der hält sogar ein bisschen mehr aus. Weiß ich nicht, aber glaube ich mal. Dann fahren wir auf jeden Fall den. Verkaufen das eine Ding, fahren den Ifrit nach Hause. Ja. Und dann. Und den heutigen Tag beendet sozusagen. Oh ja. Gut. Ich bin auf der Ich Hauptstraße. Yeah. fliege gerade wirklich 200 km/h. Ich habe das Gefühl, ich fliege richtig langsam. Ja, das mag ich mal so.
100 km/h bloß. Nach 100 km/h ist mehr wie 80 oder 40. Ja, klar. Gut, ich mache aber jetzt nicht gerade mit Shift, da wäre ich bestimmt bei 120. Also so braucht ihr auch mehr Sprit. Wie viel Platz hat er, also wie viel Sprit hat er denn? 94. Was? Das irritiert mich ein bisschen. Ja, das langt vollkommen zu viel, verbraucht er nicht. Ich kann nur, also mit denen kann Ja man auch nicht klar, sind shiften. ja auch Autos, sind ja auch Dinge. Ist ja ein größerer Truck eigentlich gesehen. Ja. Ich bin gerade, bin ich echt mal zu dumm zu landen. Das allererste Mal, wo ich es schaffe zu landen. Ja. Wo ich jetzt wirklich mal ein paar Minütchen in der Luft schwebe und ich schaffe zu landen. Passiert. Hat einfach so ein bisschen Brain AFK, irgendwie so, keine Ahnung. So, jetzt lande ich endlich mal. Ja, ich bin noch knapp 2000 Meter entfernt. So bin gelandet. Sehr gut. Ich bin jetzt in Lakar. Was im Helikopter, was ich verkaufen kann, das RICO oder wie das heißt. Ich weiß, was ich verkaufen würde, was uns Geld bringen wird. Deswegen, wir brauchen gerade wirklich Geld. Meiner Meinung hier gerade eben. Ja, oder? Granate verkaufe ich jetzt auch mal, die Granate hier. Granaten brauchen wir jetzt nicht so sehr. Ich kaufe auch mal wieder die Raketen. Und Ja, die Raketenwerfer geht. werden wir auch nicht mehr so unbedingt gebrauchen. Ne. Wir haben ja jetzt. Ich habe ja ein bisschen Zeit zum Suchen. Ich kann ja ein bisschen ein paar Batterien suchen, noch ein Safe und hier die eine neue Base anfangen. Ja. Wenn ich jetzt auch Zeit habe. Noch ein bisschen beim Spielen. Ja. Airbase, ich bin gleich da. Ja, 100 Meter. Ging sehr schnell, muss ich Ja, sagen. ist ja Hauptstraße. Lass die sich auch gut fahren. Dann verkaufst du schnell alles aus dem Ifrit und ich fahre dann sofort in Ifrit in der Base. Ich will ja nicht in Ifrit verkaufen, also ich will ja das andere Ding Außen verkaufen. Ifrit, Ja. außen. Außer, was ist denn im Ifrit, was wir nicht brauchen? Ich weiß es ganz gar nicht. Das ist eigentlich. Nee, kann man alles gebrauchen. Also könnte ich dir bloß das Auto absetzen, dann fahre ich sofort zur Base. Ja. Auto absetzen beim Verkaufen und dann, weil das Auto, ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Nee, Ich glaube, brauchen wir das ist nicht. viel zu viel wert. Ich hab mich noch überlegt, ob was wir wollen, ob wir den Ifrit behalten wollen oder das Fahrzeug. Wir behalten den Ifrit. Okay. So, ich bin jetzt beim. Ja, ich laufe gerade hier hinterher. Am besten einfach deployen, das Ding, und wenn es gesetzt ist, dann einfach weiterfahren. Also. Das Kabel entfernen, bitte. Und nicht so weiterfahren. Deploy. Ich muss aus der Safe Zone raus. Nein, 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 hier. Du musst hier put. Ja, das geht doch, das weiß ich. Du musst hier Jetzt put hab ich. machen, Jetzt hab. Hopp, ich fahr genau. zur Ja. Base. Das schöne Fahrzeug wird hier verkauft. Naja, es gefällt mir eigentlich, aber es ist gerade nicht wirklich das sicherste Fahrzeug. Ja. Da ist der SUV besser mit der MG. 9000 ist das Ding wert. Das ist so gut. 11.000 habe ich da wieder auf der Hand. Ja dann, alles wegschaffen. Und 900 Respekt hat es gegeben. Ich habe 17.000 Respekt. Das ist so schön. Also das Ding hat jetzt auf jeden Fall das ganze Geld, was ich ausgegeben habe, wieder reingebracht. Sehr gut. Also 11.000 ist wirklich das, was du wieder hattest. Ja, die 11.000. So. Packe ich sofort auf die Bank. Dann kam ich noch mit dem Helikopter hinterher. Jupp, beziehungsweise bist dann als erstes da. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Na, ich muss noch knapp 2700 Also, auf der Straße heute fahren. bin ich auf jeden Fall mal stolz um für unsere Beute, also Oh ja, haben wir die ein Beute. gut gebeutet. War eine gute Mission dabei. Zwei, drei unnötige Tote, aber naja, gut. Die Sniper Klar. sind halt besser. Bots. Ja, die Sniper-Bots, die sehen einen und tot. Verdammt.
Also du bist schon halb da, ich muss erst kurz, ich laufe dann erst mal zum Helikopter. Ja. Gut, halb da, ich brauche auch noch. Ist ja gerade mal an der Stelle, wo ich rausfahren muss. Sind noch 1900 Meter. Man könnte zwar mit Ifrit auch gut querfeld einfahren, aber naja. Mache ich jetzt nicht. Ich habe kein Duct Tape dabei. Ja. So, los geht's mit dem Helikopter. Ja. Also du bist doch 2000 Kilometer von mir entfernt. Was ist hier noch 5000? Geht sogar angenehm schnell, aber ja, okay, ich habe noch ein bisschen mehr Luftlinie. Ja, könnte sogar sein, dass ich vor dir da bin. Ja, wird auch so sein. Keine Sorge. Wird gerade beschossen. Ernst? Ja, aus dem Militärgebiet. Yeah. Aus der Stadt daneben. Ich hab einen Anzeigefehler. Mir hat nicht die Geschwindigkeit und mein Fuel angezeigt. Das macht mir ein bisschen Angst. Du bist sogar fast da. Du fährst halt nicht querfeld ein. Nö, jetzt nicht gerade mehr. Ja, und ich. Ich fliege jetzt hier gerade einfach nur schnell übers Wasser. Ja, das ist der Vorteil mit dem Helikopter. Ja. Es gibt kein Hindernis, außer das Landen, was halt noch Zeit braucht. Ja, aber das kommt mit der Zeit auch wieder. Ah, ich sehe dich. Ich fliege auch immer ziemlich flach. So eine kleine Base und solche Sachen. Ja. Also die anderen haben Betonwand und alles und wir haben einfach nur so einen Helikopter, ein Ifrit und ein Safe. Wir sind halt zufrieden mit dem, was wir haben. Ja, wir brauchen es nicht so groß. Hauptsache wir haben die Sachen draußen stehen. Ja, da müsste man halt wirklich die Base Upgrade holen, dass wir hier größer bauen könnten. So, get out. Wir müssen auf jeden Fall das Ding für 10.000 kaufen, aber ich hätte jetzt 11.000, aber jetzt kaufe ich erstmal nichts. Ich glaube, ich bin jetzt auch erstmal danach auch raus. Ich habe ihn geschlossen. Habe ihn auch gelockt. Gut. Die Frage ist, der nach dem Service da, ach da. Werden wir sehen. Hoffen Was wir es. Wichtiges drin ist, ist ja nichts. Ist ja nichts Wichtiges drin. Mann. Nö, eine DMR, ja, okay. Das ist die MK, die jetzt drin ist, die MK20, ist das eine Apex-Waffe? Ich glaube, ne? Die MK, nein. Na dann, Nehmen wir aber trotzdem mal raus. ja. Meine Munition nehme ich auch ganz kurz raus. Und die Kanister wäre auch ganz gut. Na, ich nehme noch den Instadoc raus und dann werden wir ja sehen, ob er noch da steht. Doch. Jawohl. Hoffen wir es zumindest. Genau. Ich habe das So. auch gelockt. Also, bei uns stehen Secure ist ungefähr auch Sachen zu. für ungefähr über 100.000 da. Ja. Helikopter 40, knappe 40.000, der Öffel glaube ich. Keine Ahnung, wie viel der kostet, habe ich gesagt. Auch 40.000, glaube ich. Na, musst du auf Unlock gehen. Ist offen. Jetzt ist geschlossen. Unlock und. Oben da. So, Tür zu und Close saven. door und lock. Genau. So. Kann ich hier moven? Vergiss Ja, nicht, dann Ghillie Suit schau. aus. Aus in den Rucksack. Ich habe gerade auch die Waffe, die ich hatte, da weg. Doch auch raus. Ich habe nämlich. Gut. Ich logge mich jetzt aus, ich bleibe hier im Haus stehen, ganz einfach. Ja, ich auch. Ach, für die Sekunden warten. Ja, die 10 Sekunden hier mal. Das geht manchmal auf den Nerv, aber naja, gut.
Kann sich ja schnell umdrehen, dann hat man keine Sekunden zum Disconnecten. Ja, aber dann startet man auch oder irgendwo anders. Ja, eben. So, gut.